Ja Leute, was geht? Was machen wir weiter? Hab mich gerade erschrocken. Ich dachte gerade, hell, was ist denn hier los? Aber genau, wir waren im Gefecht stehen geblieben. Y-Wing-Geschwader hier. Einsatz bereit. Ja, dann machen wir hier mal weiter. Wir wurden ja hier angegriffen. Wir haben natürlich ja keine Raumstation hier. Deshalb müssen wir erstmal mit unseren A-Wings dann alles aufklären. Obwohl, oh nee, die Karte wird automatisch aufgedeckt. Alles klar. Ja, schieß mal auf den. Ah gut, der hat direkt das Ranger-Kanonenboot getroffen, gar nicht so übel. Ich muss sagen, wir können einfach vorschwimmen, weil was soll's. Das ist echt ziemlich scheiße, dass wir echt, ja, keinerlei Schiffe oder sowas haben. Ein Schuss noch. Dann als nächstes da drauf. Aber jetzt ist das Ding, ja, keine Gefahr mehr. Nur noch das hier. Raumstation wird angegriffen. Ja, das ist echt so dämlich hier gerade. Ich frage mich echt, wie er hier irgendwo durchgekommen ist, da ja, wie soll ich sagen? Da ja eigentlich gar keine Möglichkeit wäre, hier irgendwie durchzukommen. Aber naja, ist halt so. Ich wollte gerade sagen, das Baumgeschütz hat auch keinen Bock mehr. Empfange Nachricht. Primärziel erfasst. Denkt ihr kriegt, ja, ich denke mal, dass die Wild Wings, dass die sollten das down kriegen, weil sonst weiß ich nicht, was die hier wollen. Setze Kurs. Wir beginnen unseren Zielanflug. Ich denke, trifft er. Wenn das trifft, dann ist er gut. Ja, weil er, okay, er hat sich gedreht. Information. Ach, Meldung macht es doch nicht so schwer hier. Erfasst. So. Eröffnet das Feuer. Zieh dich doch zurück, Mann. Getroffen, wunderbar. Also sobald, also wenn sich die kleinen Korvetten jetzt nicht unbedingt den Kurs ändern, treffen wir sie. Oh, ich wollte gerade sagen, hat er nicht getroffen. Aber wunderbar, es fehlt natürlich noch diese kleine hier. Ja. Nein, 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 ihr Pisser, ihr fliegt jetzt hier nicht mehr. So. Wunderbar, haben wir gewonnen. Hätte ich wieder auf der Übersichtskarte. Ah, ja. Kommt hier mal dahin. Ich frage mich eigentlich, von wo er gekommen ist. Der kann ja überhaupt von nirgendwo kommen. Kann der von Mykre kommen? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Okay, das ist natürlich scheiße, egal. Ja, hier haben wir nicht mehr viel. Auch in Idiotenmod 2016 fehlt uns auch nicht mehr so viel. Na, hier wurden wir einmal angegriffen. Hier haben wir noch unsere normale Flotte. Mit dem Darksaber. Könnten eigentlich jetzt mal... Ich denke, wir greifen als nächstes Mykran. Am Myrk. Bodentruppen sind hier, ne? Das ist klar. Das heißt, wir rüsten uns hier auf dem Boden wieder ein bisschen auf, ziehen die schon mal nach Carita. Zielkoordinaten eingegeben. Dann mal schauen, vielleicht schaffe ich es hier heute noch zu beenden. Also ich werde wahrscheinlich zwei, drei Parts aufnehmen. Wir haben ein Dauntless-Kreuz am Orbit. Ach, war das mit den über vielen Panzern. Größern können wir leider doch. Das taktische Gefecht steht gleich bevor. Wow, was hat er denn da im Orbit? Eine Flotte oder alles nur Bodenstreitkräfte? Tipp mal auf das letzte, oder? Also auf das letzte. Das ist ja
sehr viele Bodenstreitkräfte hier hat im Orbit. Sternzerstörer in Bereitschaft. Er hat keine Hyperraumgeschütze, das ist gut. Sternzerstörer hier. Waffen aktiviert. Ja, gucken wir mal. Ja, Commander. Können wir mal losschicken. Tatsache, wartet mal. Erwarte Befehle. Verstärkung erwarte unterwegs. Befehle. Haben wir ein bisschen was abgefangen? Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Ja. Melde mich wie befohlen. Ich hier mal kurz Sturm raushaue. Können wir den wenigstens noch ein bisschen Verluste vielleicht machen? Ja gut, das war jetzt nicht viel, aber trotzdem. Immerhin besser als nichts. Ach komm, das brauchst du nicht. Was scheißt du jetzt hier rum? Die Schlacht ist vorbei. Bevor sie überhaupt angefangen hat. Bisschen was haben wir kaputt gekriegt. Ist gut. Tja, auf dem Boden wird wahrscheinlich alles voll mit Panzern sitzen. Panzer meldet sich. Anwerbung läuft. Naja, kann man nichts machen. Kampfpanzer meldet sich. Knack. Kampfpanzer meldet sich. Was war das nochmal für ein Planet? Ah, hier können wir Wormswölfe züchten, ne? Alles klar, die sind geil. Die sind verdammt gut gegen Jedis. So können wir Yoda und so weiter töten lassen. Das ist gut. Ja. Ich wette alles voll mit Panzer. Invasion beginnt. Na, sehe ich schon Panzer. Ich denke mal, dass hier auf dem Boden alles voll sein wird. Zuerst. Verstärkung unterwegs. Ich glaube nicht. Mit dem E-Box. So komm, wo ist das letzte so? Na komm. Hier sind die Wongswölfe. Werden wir später auch noch bekommen. Ja, Alter, übertreibt es. So, jede Menge Gleiter, wie ihr seht. Ja, die X-Wings. Wir müssen mal mit euren Hauptgeschützen schießen und nicht mit euren verschissenen Raketen. Alter, wie viele Gleiter der Yard. Na, ich muss erstmal die Wongswölfe hier töten, dass sie hier an die nächste Landezone rankommen. Ja, bleibt ihr mal da. Ah, hier waren Gleiter auf dem Boden. Setzte Sturmtruppen ein. Ja, die töten gerade die Wongswölfe da oben. Eine Landezone gesichert. Wählt eure Verstärkung. So, Panzer runter und dann geht's los. Ich will mal hier einen Massentreiberturm bauen. Ich denke, euch kann ich aufklären und mit euch aufklären, da ich euch eben wieder verlieren werde. Obwohl ihr krass seid, gerade nicht so schlecht, ihr könnt die vorderen Fahrzeuge abfangen. Bisschen vorsichtig. Konstruktion abgeschlossen. Keine Flugabwehr gerade hier. Das ist natürlich gut, so können wir jetzt schon mal fleißig Panzer ausschalten. Ja, ihr seid unter schwerem Beschuss, grob gesagt. Oh, der kann echt nach oben schießen, der muss aber dafür näher rankommen. Alles klar, können wir schon mal eine Fabrik ausschalten. Was haben wir da? Ja, das
können die Fenrispanzer selber machen. Oh, wow, 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 das hat weh. Na, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, weil ich jetzt nicht unbedingt... Na egal, wir werden die Frage genauso vernünftig erzählen. Was könnte ich denn empfehlen? Ja, ich hab, ich hab Spielmoment auch noch Skyrim. Ich hatte es ja schon damals gekauft und gespielt. Irgendwie, ich habe mich damit nicht so richtig auseinandergesetzt, hat mir dann irgendwie keinen Spaß mehr gesagt, gehabt und habe Spaß mehr gemacht und fand es dann scheiße. Gestern habe ich es mir wieder runtergeladen, weil ich einfach, weil ich ja mit Gothic durch bin. Ich hatte einfach noch mega Bock auf noch ein Rollenspiel oder ein RPG. Und dann habe ich mir gedacht, gibt's das Skyrim nochmal eine Chance und setze sich damit auseinander. Und ja, da mein PC ja eh nicht so gut ist, musste ich erstmal ein bisschen mit den Grafiken rumexperimentieren, was am besten ist, ohne dass es so doll leckt. Und ja, es geht, also ich habe die Grafik jetzt das niedrigste, es läuft flüssig. Stört mich jetzt nicht, dass die Grafik dann halt niedrig ist, ich meine, was soll's. Hauptsache das Spiel funktioniert dann. Und ja, ich bin gerade, ich habe ja erst Level 4 oder so und guck, bin auch am rumgucken, also Let's Play mache ich jetzt davon nicht, weil, keine Ahnung, gibt's eh genug. Lieber mache ich hier Star Wars für euch. Das hier war, aber ich wundere mich, dass uns relativ schnell nicht abgeschossen wurden, ne? Das ist ja echt schon ein reines Wunder, ey. Alter, wie viele Panzer die schon wunderbar von uns abfangen. So, ja, ich habe die jetzt erstmal hingeschickt, um dass die Landezone sauber machen. Alter, was macht ihr denn? Fahrt doch nicht da auf den Berg. So, ich denke, das war's dann jetzt hier mit dieser Teil der Base. Der rechts geht, die Base geht rechts auch noch weiter. Tschüss. Ich denke mal, wir fahren von hier oben. Wir fliegen von hier oben runter. Bloß aufpassen, dass ich ja nicht oben an den blauen Bildschirm komme. Ich habe einen Riesensack voll Ärger. Ja. Nicht nur du, mein Freund. Nee. Ah, genau, hier in diesen Bereichen können wir keine Macht anwenden. Ist auch ziemlich geil. Aber wir haben jetzt eh keinen, wir haben eh allein keine Jedis. Also, ist das jetzt nicht so für uns von Nachteil. Diese Wongswölfe sind eigentlich ziemlich gut. Wongswölfe sind eigentlich ziemlich gut gegen Infanteristen und Helden. Da werde ich vielleicht mal ein paar in unsere Bodenstreitkräfte reinpacken. So, also eigentlich dürfte ja jetzt nichts mehr sein. Hier oben steht noch irgendwas, bloß nicht an den roten Bildschirm kommt. Ich verstehe nicht, warum dann oben blau ist. Also im normalen Star Wars ist dann da Ende. Ich denke, ich speichere mal. Ich habe gerade Angst, dass ich irgendwie da oben rankomme. Glaube ich noch irgendwo ein Gebäude hier oben sein. Oder nicht? Okay. Da müsste hier unten irgendwo noch so ein Turbolaser-Turm stehen. Aber ansonsten dürfte hier eigentlich nichts mehr sein. Ah, ein paar Gleiter. Hier doch kein Turbolaser-Turm. Ja, wo ist denn jetzt der Rest von euch? Hier sind noch Gleiter. Klar, habe ich mir irgendwie gedacht, vielleicht um die Wongswölfe da unten zu bekämpfen. So, ich hätte eine Kaserne erstmal gebaut. So, Myka. 5, 7 Planeten noch. Sagt, die beiden werde ich dann zum Schluss machen. So. Knack. Wie knacken meine Beine schon den ganzen Tag?
Konstruktion abgeschlossen. So, wir können nur... Hey, hä? Wieso können wir keine... Ach so, erst den Palast bauen, alles klar. Der Schwarzmarkt ist ein noch größerer Erfolg als erwartet. Es fließen Datenmengen aus der ganzen Galaxis in unsere Datenbanken. Puh, hier ist einiges über Coruscant. Da wird er sich wahrscheinlich auch zurückziehen. Das ist natürlich dann richtig dämlich. Konstruktion blöd. Abgeschlossen. Ja, mein Bodentrupp, naja, ja. Sehr viele Turbolasertürme, wie ihr seht, auch einige Helden. Und Flugabwehr. Natürlich. Konstruktion abgeschlossen. Na ja, gut. Hä, wieso können wir denn die Wölfe nicht, die Wongs nicht züchten? Gebäude wird errichtet. Oh komm, das ist natürlich jetzt bescheuert, unfair. Mann. Naja, ist dann halt so, kann man nichts ändern. Ach, von Gorilla könnt ihr immer noch direkt da runterkommen. Alter, komm! Kann ich jetzt irgendwo mal eine Flotte abziehen? Ohne dass mein Planet ungeschützt ist. Konstruktion abgeschlossen. Meine Herren. Dann ziehe ich euch mal zusammen und euch lasse ich als Defensive über dem Mikro. Verstanden. Konstruktion abgeschlossen. Und jetzt ziehen wir mal alle nach oben. Ich denke mal, eigentlich brauchen wir die hier überhaupt nicht mehr. Haben eh nichts verloren, ausnahmsweise mal. Wo sind eigentlich unsere restlichen AT-ATs? Wir haben noch ganz schön viel. Ach, hier lebt wieder. Korruption wurde beseitigt. Tschüss. Ach, aber Fresia ist auch noch. Vom letzten Mal sollte ich mal wegmachen. Es geht los. Und hier auf Solos auch noch. Naja. Hatten wir nicht noch irgendwo 5 hier, ne? Ach so, die haben wir da gelassen. Genau, weil da ja keine Bodenschwert, weil man da ja keine Schwebepanzer und sowas muss. Und dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt 17 Minuten, ja, wir können noch ein paar. Ich denke mal, wir greifen jetzt Felucia an, weil Felucia ja eh hier oben ist. Ziehen wir unsere Bodenstreitkräfte nach Montgomery. Warten wir, bis die schwere Waffenfabrik hier fertig ist oder halt die Konsortium oder Black Sun Fabrik. Ist ja egal. Lassen einige Panzer hier. Wo ist denn die Flotte? Ah, da kommt. Ne, da. Ach, da hinten erst, ne? Die könnten wir auch jetzt hier hinschicken. Also Salikami bräuchte grob gesagt jetzt eigentlich keine Defensive mehr, ne? Ihr müsst über Jaben. Und über Boss Pity, alles klar. Einheit wird produziert. Soldaten, ich kaufe einfach mal, damit das angeworben. Nicht so leer aussieht. Kampfpanzer meldet sich. Das brauchen die Flotten natürlich wieder so lange. Bereit zum Angriff. Ich will jetzt nicht, dass er wegziehen, nachher kommen die dann doch alle an und nerven Leute wieder. Online. Ich denke, das reicht jetzt hier. Also dann einmal bitte ab nach Felucia. Ach ja, Felucia ist auch ziemlich geiler Planet, kennt ihr wahrscheinlich alle. Battlefront war lustig. In der Kampagne, wo dann, ich weiß jetzt nicht, wie diese Tiere heißen, die aus Star Wars 2 gegen das Obi-Wan gekämpft hat. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber die sind cool. Ich fand die mal damals schon ziemlich geil. Kampfpanzer meldet sich. Ich mal frage, die habe ich früher mal mit einem Sniper getötet oder mit Raketen. Weil mit normalen Sturmtruppen hast du echt zu wenig Schaden gemacht. So, Boss klasse ich wieder über Gorilla, da er da anscheinend immer sehr oft hinkommt. Gegnerische Flotte im Anflug. Ich wusste es. Ich habe gesagt, sobald ich wieder wegziehe, kommt er jetzt da an. Das ist bestimmt der Rebell, ne, oder? Ne, das ist ein Pere. Gegnerische Flotte im Anflug. So schnell. Ach so.
Wir sind schon da. Also ich wollte gerade. Ach egal. Wir sind auf Felucia schon angekommen. Ich gar nicht jetzt drauf geachtet. Alles klar, der hat jetzt zwei Sternzerstörer. Euer Befehl, Sir? Ah, endlich mal wieder gegen das Imperium kämpfen. Ich werde da sein, sobald ich denke, wir machen es wieder schnell, um Zeit zu sparen, ja. Ich meine, was soll's. Melde mich wie bevor. Ich hab schon so oft gemacht, deshalb passt das schon. Guck mal, der Transporter, ja. Roger, bestätigt. Verstärkung unterwegs. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Ist natürlich Produktion doof, wenn die jetzt vorgekommen sind. Muss ich die erstmal drehen. Koordinaten empfangen. Wir sind unterwegs. Information. Euch kann ich eigentlich mal Waffen geladen. Ach egal. Kreuzer meldet sich. Ja, ihr beide könnt mal Waffenenergie stärken machen. Für die Raumstation schnell darum bekommen. Das soll ja nicht so eine lange Schlacht wieder werden. Verstanden. Ich zieh dir mal in unser Stärkensinventar. Melde mich wie bevor. Ja, ich meine, mach mal alles Sturm. Ich meine, warum nicht? Ja, die werden ordentlich zerfetzt hier. Das läuft dann schon mal gut. Ja, die Raumstation, das war's auch schon mit der. Da haben wir noch die feindlichen Heldenschiffe, sage ich jetzt mal. Waffen aufgeladen. Fregatte unterwegs. Störe Sensoren. Eigentlich können wir jetzt Skipper-Stur, was können die anders? Das ist halt ziemlich doof, weil die keine Raketen oder sowas haben. Die haben nur was gegen Schilde. Skipper meldet sich wie befohlen. Die Leute wieder rumschreien. Sternzerstörer in Bereitschaft. Ist immer lustig. Alle Kraft. Ja, Sir. Waffeneinsatzbereit. Naja, braucht eh wieder eine halbe Stunde. Ich spur mal vor. Ja, jetzt machen wir Hampelmann-Sturm. Ja, wundert mich nicht, wir machen das ja auch. Scheiße, wir haben den Schirm. Egal, was soll ich damit? Ah, er flieht, das ist gut. Warte mal, gewartet. Der hat seine Antriebe verloren. Natürlich hat er drei Antriebe, ne? Das ist natürlich so, na egal. Haben Feind erfasst. Eröffnen Feuer. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Zielt auf den Antrieb. So, jetzt dürfte er eigentlich regulär nicht mehr entkommen können. Nope. Gegnerische Flotte im Anflug. Alter, ist doch gut. Ich habe schon beim ersten Mal verstanden. Sind hier wieder so Kacken, Kacke. Obwohl, Bellen wüsste ich jetzt nicht, da ja Home 1 da sitzt. Ich kann ihre Bellen hier nicht mehr sehen. Ich bin so froh, wenn wir die ausgelöscht haben. Ich glaube, wir greifen auch dann die Rebellen und dann erst Bestien, weil, keine Ahnung, ich hasse die Rebellen, sind scheiße. Ein Drecks überpowerten Jäger da, ey. Ist logisch, eine Salbe. Ich denke mal, da die ja eh noch auf sich warten lassen. Invasion. Oh, der Part ist schon 23 Minuten, ne? Ja, ich denke, das passt noch. Ja, Felucia ist eh klein. Ah, mein Nase. Schlechtwettertraining. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir eh nicht mit Infanteristen angreifen. Der Gegner wurde entdeckt. Ja, denkt ihr. Ich probiere es mal mit den LAT-Schiffen. Wir sind meistens immer schneller. Der hier. Oh, guck mal, der Timeowner hier. Guck mal, hier wiederum kann man nicht aus der Karte klicken, ne, oder? Da oben sehe ich was. Naja. Ist halt dämlich gemacht mit denen, dass man aus der Karte klickt. Dann stürzt das Spiel ab. Alle kleinen TIE Fighter und Lancet Fregatten könnten mich mal am Popo. Die waren früher ziemlich cool. Also ohne Max habe ich die mal ziemlich gerne benutzt. Ich habe ja damals erst normal ERW gespielt.
dann habe ich mir damals so als Wunsch, keine Ahnung, ich habe das damals in YouTube gesehen. Ich weiß wohl auch von welchem YouTuber, glaube ich. Haben mir die Galaxie Hero angeguckt, ich weiß aber noch welche, er hat Imperium gespielt. Das war die größte Karte im normalen Star Wars. Und ich fand das ziemlich geil. Ach nee, erst habe ich es beim Kumpel gespielt, genau. Und dann habe ich später das Spiel dann mit der Galaxie Hero angeguckt. Und dann habe ich es mir später zu Weihnachten gewünscht, habe es dann bekommen, gleich mit der Force of Corruption Erweiterung. Das war dann natürlich ziemlich geil mit der neuen Armee. Und noch ein paar, also nicht wenige neue Einheiten. Und auch eine neue Kampagne, obwohl ich die normale Kampagne eigentlich nie gespielt habe. Ich habe später dann die Taiwasan-Kampagne in Force of Corruption durchgespielt. Bis halt der Eclipse am Ende. Ich wusste damals nicht, wie man den Supersternzerstörer bauen kann. Also man, es war jetzt ja halt Vader gewesen. Ich dachte immer, das wäre der normale Vader. Ich hatte damals keine Ahnung. Ich war zu doof, mir das durchzulesen. Irgendwann habe ich dann alles zusammengezogen, mal eingesetzt. Dann hatte ich auf einmal die riesen Supersternzerstörer. Das war schon ziemlich nice. Aber naja, wow. Ja, naja. Warum sollten wir auch mal keine Verluste haben? Na, ist dann halt so. Ich wundere mich, dass alle nicht abgeschossen wurden. Ich werde nachher mal, wenn ich zu meiner Mutter rübergehe, werde ich mir mal, da ja mein Bruder groß angegeben hat von mir, dass er sich jetzt Battlefront das neue geholt hat, ich werde es mal testen und dann werde ich dann meine Meinung dazu morgen hören. Manche hier wiederum haben die Skip-Ray-Sturmschiffe Bomben, ne? Aber sonst haben sie eigentlich nur was gegen Schilder. Kampfläufer hier sind das echt... Naja, AT-STs, ziemlich geil. Auf Endor habe ich, glaube ich, damals das erste Mal gesehen. Obwohl, nee, in Star Wars 5 waren sie auch schon vertreten. Auf... Hut. Waren nicht viele, aber immerhin. Was ich mich allerdings gefragt habe, ach, die explodieren doch mal nach, ne? Ach komm, jetzt habe ich echt noch eine Teilchen verloren. Oh. Ich frage mich allerdings, ne, wir sind ja eigentlich außer Sichtweite. Wie kann der eigentlich auf uns feuern? Der sieht uns doch gar nicht. Also mehr Sichtweite haben die jetzt nicht. Sehr verwunderlich. Position Alpha erreicht. Möchte mal ein bisschen Gas geben vielleicht, oder auf was wartet ihr? Wir fahren einen Kampfpanzer, kein Ruderboot. Ja, dann gib mal Gas. Kein Ruderboot fährst. Das ist natürlich wieder super toll gewesen. So unnötig, naja, egal. Alter, sind echt schon wieder noch 5 Minuten vergangen, ja. Aber ich denke, ich höre jetzt, glaube ich, hier auch auf. Ist zwar ein Cliffhanger, aber egal. Wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Mal. Tschüss.